Willkommen zurück im heute aber wirklich allerletzten Teil. Ja, der Richtig. Kelvin kann sich nicht so ganz entscheiden, wann er jetzt ins Bett hüpft oder nicht. Ja, und ich habe da eh Urlaub. Wir sind jetzt hier auch wieder am Ende des Kapitels angekommen. Es ist ungeheuerlich. Ich habe schon fast gedacht, wir machen das heute hier fertig. Aber nö. Wir speichern jetzt hier ab und dann geht's weiter. Ding, ding. 9,5 Stunden. Unerwartete Reisegefährten. Wer erwartet uns da bloß? Ja, du weißt es doch schon bestimmt, du Nee. Schlingel. Hä? Achso. In den Hinterhof. Hinter. Wo ist denn der Ja, wo war hinter? der? Das war in der Zukunft. Dorthin befinden sich Echt? nur. Okay, machen wir es Ja. in der Zukunft. So, was aber auch. In was für einen Schlamassel seid ihr denn nun wieder hineingeraten? Bitte? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Spiel nur nicht das Unschuldslamm. Der schlaue Schnurrbart weiß immer, was gespielt wird. Meine Äuglein sind zwar klein und rein, aber recht versteckt und nett, aber ihnen entgeht nichts. Ich sage euch nur eins. Dem langen Arm des Gesetzes entschlüpft niemand, nicht einmal ihr. Ich verstehe nicht ganz. Du wirst schon sehen, Kleiner. Ich jedenfalls bin immer auf eurer Seite. Hä? Ihr braucht nur zu rufen und schon ist Schnurrbär zur Stelle. Bildhänger. Oh, danke schön. Hüste. Ich finde, wir sollten langsam weiter, Luke. Ich habe da so eine gewisse Vorahnung. Oh. Oh-oh. Teletubby. Oh. Po. Hey, hallo, mein Kleiner. Bist du hier, um mit deinem alten Freund Schnurrbär zu schwatzen? Eigentlich sind wir ziemlich in Eile. Vielleicht ein andermal. Okay. Ich muss erstmal anklopfen. Erinnerst du dich an das geheime Klopfzeichen, das uns der große Luke zeigte? Natürlich! Darf ich, Professor? Natürlich. Mach's ja gar nichts. Da rein spaziert! Guten Tag! Guten Abend! Willkommen zurück, Professor! Entschuldigen Sie unsere Verspätung. Dürfen wir erfahren, wo Tickly gerade ist? Dort, wo er immer steckt. In mir. Er ist im Hinterzimmer und schraubt an der großen Uhr herum. Die sagt doch auch immer böse Sachen. Achtung! Ach, schade. Achtung! Da ist er. Natürlich. Er werkelt an seiner Uhr. Er steckt in seiner Uhr. Richtig. Er steht nur davor. Willkommen zurück, ihr beiden. Ich nehme an, eure Recherchen waren von Erfolg gekrönt, ja? Das waren sie. Ich hoffe, dass Luke in der Zukunft vor lauter Warten nicht die Nerven verliert. Ja, der junge Herr wartet überhaupt nicht gern. Der junge Herr? habe ich Luke gerade einen Herrn genannt? Entschuldigt, manchmal bin ich einfach unnötig förmlich. Wenn man so viele Jahre lang mit Kundschaft verkehrt hat wie ich, kann sowas da ist jemand an der Tür, ist ein Ding. Oh. Frechheit, Sie können doch nicht einfach so hier reinschmanieren. Das ist verboten und ungehobelt obendrein. Meine Dame, machen Sie mir bitte keine Schere rein. Ein Polizeibeamter hat keine Zeit für Hofetikette. Oh Gott, was wollen die denn jetzt hier? Was sucht denn Inspektor Jamie hier? Herr Inspektor, Sie haben uns beschattet, stimmt's? Die Dame hat in jedem Fall recht. Ihr Eindringen zeugt nicht gerade von gepflegten Manieren. Sie und Ihre Anstandsregeln, Leighton. Der Premierminister ist nach wie vor verschollen, Mann. Mann, ey. Ich frag mich mal, wie der dann das Klopfzeichen, oder hat er die Tür einfach eingetreten? Eingetreten? Nee, das hat Barton gemacht. Achso. Mit seinem Helm. Und wenn ich ein paar Ladentüren eintreten muss, um ihn zu finden, dann mache ich das mit Vergnügen. Na, siehst du, immer wieder. Ja, immer du. Ich muss schon sagen, die arme Tür. Bis sie mir nicht verraten, was hier gespielt wird, bleibt keine Tür verschont. Keine einzige, klar? Ach! Oh.
Professor, wie konnten Sie nur? Dino wieder. Und du, Flug. Flug. Wie hätte ich das nie gedacht? Flora? Flora? Ihr beide seid einfach weggelaufen. Deshalb, weil ich euch gerade leckere Gurkenbrote gemacht habe. Gurkenbrote. Flora, versteh doch bitte. Wir wollten dich nicht unnötig in Gefahr bringen mit deinen Gurkenbroten. Das glaube ich nicht. Ihr dachtet bestimmt, ich würde euch nur aufhalten. Ja. Hängebild. Aber das ist doch gar nicht wahr. Hör mal, wir... Flora! Bitte hör zu, was wir beide vorhaben, kann sehr gefährlich werden. Es ist zu deiner eigenen... Und jetzt bist du richtig laut geworden. Mach dich mal wieder leiser. So besser. Es rauscht. So besser. Nein, du bist immer noch zu laut. Besser. Leiser. Ah, oh, Mensch. Ja, jetzt ist wieder besser. Nachher in der Bearbeitung kannst du es dir anhören. Na gut. Es gibt doch sonst niemanden hier, den ich kenne. Was soll ich denn nur tun, so ganz allein? Peter Peter anstarren? Das macht aber keinen Spaß. Absolut! Keinen Spaß, damit ihr es wisst. Wissen Sie, irgendwie kann ich Flora ja verstehen. Aber Luke, hör doch, wir dürfen nicht, Layton, eigentlich hat die Kleine gar nicht so unrecht. Sie mögen an der Sicherheit denken, an ihre Sicherheit denken. Aber wenn das Mädchen sich solche Sorgen macht... Herr Inspektor, Sie auch? Warum hält er sich eigentlich sein Kind fest? Alle halten sich hier ihre Kinds fest, ey. Ich möchte die Diskussion ja nicht stören, aber wir müssen jetzt wirklich anfangen. Wir sollten Luke nicht länger warten lassen. Die Zukunft wartet nicht. Ich muss meine Uhr jetzt wirklich langsam in Gang setzen. Aber es sind mehrere Personen anwesend, die nichts mit der Sache zu tun haben. Nein! Aber was ist denn schon gegen ein wenig Reisegesellschaft einzuwenden? Auf geht's! Das ist doch Wahnsinn! Wollen Sie denn nicht verstehen? Oh. Bedauere, Professor. Wir müssen uns jetzt aufmachen. Alle Mann festhalten. Einsteigen bitte. Die Türen schließen selbst... Ach, hier ist was anderes. Festhalten? Wieso festhalten? Ich halte mein Kind lieber fest. Jo, jetzt geht's wieder los. Special Effects. Von 2D in 3D. Ja, genau. Nee, direkt 4D, wir überspringen 3D. Gucken, wann die Spiele für den 3DS kommen, die wir dann auch spielen, ne? Genau, natürlich. Endstation, alle Fahrgäste bitte aussteigen. Ich war mal vorher bei der Deutschen Bahn. Gütiger Nelson, was ist passiert? Mir dreht sich schon wieder der Magen um. Was ist dir gerade geschehen, Layton? Erklären Sie mir das, Mann. Wenn Sie eine Erklärung wünschen, treten Sie einfach durch diese Tür, Inspektor. Sie werden sehen. Ich weiß ja nicht, was Sie im Schilde führen, Layton, aber von mir aus. Los, Barton! Sie kommen mit. Voran. Der spricht mit geschlossenen Augen. Und hält sich sein Kinn. Dürfte ich noch bleiben? Nicht so fest, nur nicht zumute. Gerade zu schwummrig, könnte man sagen. Reißen Sie sich zusammen, Mann. Los, Abmarsch. Abmarsch. Wow, bitte passen Sie doch auf, Inspektor. Mir ist auch ganz schlecht, ganz schön schlecht. Schön. Alles in Ordnung, Flora? Unsere Reise war wirklich sehr wackelig. Ganz Ihrer Meinung. Zeitreisen sind wahrlich nichts für zarte Gemüter. Oh! Ich weiß nicht. Wo ist sie hin? Oh nein, Flora. Was ist denn jetzt? Hä, jetzt ist sie hier mit... Ja, hat aber weggelassen. Ja, ist klar. Lass liegen, tritt lassen. Sich... Genau, tritt sich fest. So. Nur Ballast. Genau, und jetzt? Sag an. Die kleine Reise lässt sie ja anscheinend kalt, Professor. Sie sind wohl inzwischen so etwas wie ein Zeitreiseveteran geworden, was? Ja, ich gewöhne mich langsam an die Sache. Als angenehm würde ich es dennoch nicht bezeichnen.
Ja, es kann schon arg zusetzen, wenn der eigene Körper durch ein Seitloch gepresst wird. Sie müssen jetzt bestimmt los. Wenn Sie je zurück in Ihrer Zeit möchten, kommen Sie zu mir. Jetzt über freiwillig. Sie sind wirklich ein guter Mensch. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um Ihnen zu helfen. Wir, die Außerirdischen der dritten Art. Danke, Tickly. Wenn wir Ihre Hilfe benötigen, werden wir Ihnen auf jeden Fall Bescheid sagen. Gut, danke. Also, weißt du, was ich hasse? Ja. Pickel um den Mund rum. Tickel um den Mund rum? Ach, Pickel. Pickel um den Mund rum. Ja, wer hat denn Pickel um den Mund? Igitt. Wie gut, dass wir hier nur die Stimmen des anderen. Mein nächstes Let's Play kommt dann mit Webcam an. Nathan, was hast du dir gespielt? Was ist mit London geschehen? Herr Inspektor, dies ist nach wie vor dieselbe Stadt. Bloß befinden wir uns 10, in Worten 10, Jahre in der Zukunft. Aber das ist doch unmöglich. Oh, Moment, aber das ist doch unmöglich. Haben Sie nicht recht? Habe ich nicht recht, Barton? Was meinen Sie das ernst, Layton? Was ist mit Ihnen, Luke? Wie finden Sie das, Flora? Nur eines ist sicher. Nichts ist sicher. Dies ist nicht das London, das wir kennen. Zum Diskutieren bleibt noch genügend Zeit, nachdem ich meinen Fall gelöst habe. Unser Premierminister soll also irgendwo hier in der Zukunft anzutreffen sein tun? Ja. Wir können nicht mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, aber es ist durchaus möglich. Was stehen wir denn hier noch rum? Los, Mann! Lief nicht auf! Finden wir den Premierminister! Herr Inspektor, es würde unsere Erfolgsaussichten erhöhen, wenn wir unsere Bemühungen kombinieren. Von da sehen Sie nicht rum, Layton. Sie sind und bleiben Bürger, kein Polizist. Spuren sichern, Fährten finden, Entführte retten. Das ist meine Aufgabe. Ja, du hast noch 4 Minuten, glaube ich, oder? Ja. Nee, jetzt nur noch 3. Geht es Ihnen besser, Herr Wachtmeister? Jein. Na und? Wo bin ich? Oh Gott, wer bin ich? Sie sind in der Zukunft. Dies ist das London von 10 Jahren nach unserer Zeit, Herr Wachtmeister. Von 10 Jahren nach unserer Zeit. Richtig. Oh, ach du grüne Neune. Bitte bleiben Sie ruhig. Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen nur. Der Inspektor ist hier. Es ist alles in Ordnung. Natürlich. Das sag ich doch gerade. Okay. Oh, ein Rätsel. Na, wenn das mal nicht unsere Spaziergänger vom Dienst sind, ne? Danke nochmal für vorhin. Ach, das bisschen Denkarbeit und ein sorgfältiger Sägeschnitt. Es war uns einfach genügen. Ach ja? Na, wenn das so war, dann könnt ihr ja gleich noch dieses Brett hier zurechtschneiden. Ach, ja genau. Sauber gesägt 2. 2. Ich glaube im nächsten Teil, oder? Dieses Brett ist wirklich seltsam geformt. Da man im Moment herzlich wenig damit anfangen kann, sollst du es in 2 Teile zersägen, die zusammengesetzt ein Quadratbild ergeben. Wenn du die Bretter nach dem Aussägen in keinster Weise drehen oder kippen darfst, hier musst du die Sägelinien dann ansetzen. Zeichne die entsprechenden ein und berühre Antwort. Wir haben noch 1 Minute. Ob wir das in der Zeit schaffen? Ach ne, geht da gar nicht. Bum, 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 bum. Ja, Freunde, ich würde sagen, die Minute schenken wir euch dann für... Brauchen wir jetzt bestimmt zur Verabschiedung. Für Dinge, die nichts mit unserem Let's Play Together haben. Was ja sehr selten ist. Ja, natürlich. Wir machen dann hier Schluss. Sehen uns dann, ja, ich weiß, diese Woche auf jeden Fall, denke ich mal, nochmal wieder. Wann kann ich und wir und euch aber allerdings nicht sagen. Ich werde gucken, dass ich die ganzen Teile jetzt dann heute noch bearbeite und hochlade. Ui. Ja, das wird wieder eine Menge Arbeit, mit der ja du nie was zu tun hast. Zum Glück. Ah, fauler Hund, du. Dann geht der Calvin jetzt ins Bett, wie sich das gehört. Gleich kommt die Mutter rein und sagt, los, ins Bett jetzt!
Richtig. Denn morgen wird eine Arbeit geschrieben. Nee. Nicht? Morgen ist Sport. Nein. Nein, auch nicht. Na egal. Doppelstunde bei der Hasslehrerin. Bei der Hasslehrerin, bei der Lieblingslehrerin. Wie gut, dass ich Urlaub habe und auch überhaupt nicht mehr zur Schule gehe. Freunde, das war es von uns für heute. Und wir sagen NRW bei 18, Ciao. Und Kelvin M1991, adieu.